Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu State of Survival, hier in unserer kleinen Reihe zu State vs. State, dem Neujahrsputz, alles muss raus. Und heute geht es weiter mit den Helden, beziehungsweise ein wenig Glücksspiel im Casino. Und da sind wir auch schon, hier bei Emma und Eli, und wir wollen gar nicht lange warten, sondern wir gucken mal, wie hold uns hier das Glücksrad gesinnt ist. Das wollen wir heute nicht mehr sehen. Wir wollen einfach nur ein paar Fragmente abgreifen. Super, sehr schön. Gleich 9 auf die ersten 10. Das ist gut. Und erneut gibt es. Oh, 8. Das ist gut. Damit sind wir schon bei 17 in Summe. Oh, heute haben wir Glück. 17, 18, 19, 20, 25 Fragmente, die wir gleich auch einsetzen werden. Oha, okay. 29. Habe ich gerade einen Rechenfehler gemacht? Nein, sind 29, ne? 30, 31. Aha. Ich habe eine Zahl im Kopf, die wir mindestens haben wollen. 32, 33, 34. Das ist okay. 35, 36, 37, 38. 38. Das sind 68. Das sind 88, das sind 98 und das sind 103. Naja, was soll der Geiz, oder? So viele brauchen wir eigentlich nicht. Wir gucken mal, denn der Gedanke dahinter ist, dass wir jetzt natürlich auch noch ein wenig was in die Helden investieren wollen und wir brauchen hier in Summe 280, um ihn beziehungsweise sie, beziehungsweise die beiden aufs Maximum zu bringen. Ich denke, da werden wir gleich einfach noch ein paar Biocaps rausschmeißen, ne? Was können wir denn noch Fröhliches machen? Hier haben wir keine mehr. Hier auch nicht. Naja, gut, hier könnten wir theoretisch, aber das sind mir die freien Fragmente nicht wert. Wir werden hier jetzt endlich den lieben Tweak orten. Und seinen Rangaufstieg einleiten. Ne? Gab es schon mal aus dem letzten Überleben oder einem der letzten Überleben der Besten einige Fragmente. Und dann gucken wir mal. 3 Stück. Ich würde sagen, die 3 gönnen wir ihm, oder? Dann haben wir die auf jeden Fall mal verbraucht. Moment. So, dann ist er auf jeden Fall voll durch. Und wir wollen auch noch in die liebe Roxy investieren. Da haben wir einige schon aus dem Wuscher geholt, um die liebe Dame zu pushen. Und ich würde sagen, ihr spendieren wir doch mal satte 300 Fragmente, würde ich sagen. Und geben ihr damit einen leichten Schubser in Richtung des richtigen Ranges. Hä? Oh, wir brauchen noch ein paar mehr. Wie viele mehr brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 4. 4 mal 70 sind 280, wären 250. Na, ich würde sagen, wir machen mal 200. So. Gibt ja auch noch ein paar, die wir gleich im Wuscher abholen können, im Wertgutscheine-Event. Ich sage immer Wuscher, weil ich das so, weil ich das vom Englischen so im Kopf habe. So, wir haben aber auch noch ein paar epische, die wir etwas pushen können. Lass mich mal eben schauen. Irgendwo hatten wir doch noch welche. Na, hier nicht. Bei ihr wollen wir auf jeden Fall orten. Und dann geben wir ihr auch noch ein paar Werte mit, ne? Ansonsten haben wir es jetzt fast geschafft für die Helden. Ihm, glaube ich, ja, komm, was soll der Geiz? Geben wir ihm einen satten 107, na, wie viel müssen wir denn? 97, ja, komm, die kriegt er, oder? Die bekommt er. Er soll sich ja nicht so schlecht fühlen, der liebe Toni. Und auch bei der Candy haben wir noch ein paar Fragmente. Das heißt, Moment, hier, sie braucht 109. Ist schön, dass man uns das anzeigt.
Kommt demnächst auch ein Update, dass man das wesentlich einfacher machen kann. Zumindest ist es angekündigt. Und bei Basil, das reicht nicht mehr. Das heißt, wir werden den Rest an Freien jetzt hier noch investieren. So, bitteschön. So. Phase 4. Wir wollen Truppen trainieren. Und damit legen wir auch gleich los. Ich habe länger überlegt, ob wir trainieren oder einfach nur verbessern. Habe mich dann letztlich dafür entschieden, dass wir neue Truppen bauen werden. Neue Tier 10 Infanterieeinheiten. Das nenne ich meine Ausbeute. Die Truppen sind gebaut. Jetzt wird's Zeit, dass wir die Helden, die sie anführen in der Schlacht, noch mit etwas besserer Ausrüstung ausstatten. Und auch uns als Kommandanten müssen wir noch etwas verstärken. Fangen wir mit den Helden an und geben mal unseren Infanteriehelden hier ein paar neue und stärkere Brillen mit. Natürlich auch eine Weste, die ist wichtig. Schützt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als die, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und natürlich müssen sie viel laufen, deswegen gibt es auch neue Schuhe. Selbes Spiel für die Helden bei den Präzisionsschützen. Und auch für die Fahrer gibt es noch ein paar nette kleine Sachen, die es zu verbessern gilt, ne? Schöne Weste, damit man nicht friert. Ordentliche Sneaker. Und dann würde ich sagen, legen wir hier den Fokus auf den Zustand. Geben da noch mit rein. Und bei den Schützen nehmen wir die Weste. Auch die Weste, amüsanterweise. Bringt uns aber hier keinen Zustand, sondern Tödlichkeit. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. Bei den Fahrern gucken wir mal, was wir da mitnehmen. Ich glaube, da sind alle drei geballt. Oh, nehmen wir die Tödlichkeit. Nee. Schuhe. Schuhe sind gut, ne? Dann tragen sie nicht mehr solche elendigen Sneaker. Oder wir nehmen das. Das sieht auch cool aus, oder? Bringt in Summe 5 und die Sneaker bringen in Summe etwas mehr. Dann nehmen wir doch die mit. So, und dann zurück hier. Das sind 4%. Ja, komm. Geben wir der Infanterie noch ein bisschen was mit. So. So viel zu den Helden. Da haben wir einiges geschafft. Schaukasten hier. Sieht man, das sind echt coole Sachen, die man hier unten kriegt. Aber wir wollen uns nicht mit der Heldenausrüstung zufrieden geben, denn ich will auch noch bessere Ausrüstung. Ja, hier die Fahrer leiden etwas, deswegen wollen wir das jetzt aufwerten. Einmal, zweimal. Und weil das so schön war, auch noch ein drittes Mal. Und dasselbe machen wir hier mit den Einsatzstiefeln. Einmal, zweimal. Und natürlich auch ein drittes Mal.
Jetzt haben wir sogar noch ein bisschen was übrig. Ich würde sagen, das verwenden wir dann auch, ne? Tun ein wenig was für die Infanterie, damit wir schöne Schuhe tragen. Und einen anständigen Helm, ne? Ich sag mal, die Nachtsichtkamera da vorne drauf, die ist verbesserungswürdig. So, ich glaube, mehr geht nicht mehr. Die Fahrer müssen zurückstecken. Aber da haben wir schon einiges erreicht. Nein, wir wollen bitte nichts. Wir haben sogar fast die 300.000 Battle Points voll, ne? Also, wird Zeit, dass wir ein Fazit ziehen. Das machen wir gleich. Resultate. Die sind wichtig. Deswegen schauen wir uns die jetzt an, ne? Wir haben unsere Kommandantenausrüstung als auch unsere Heldenausrüstung enorm gepusht. Sind da beispielsweise hier jetzt bei 4 goldenen und 2, die wir fast auf golden haben, gekommen. Ja, auch unsere Helden haben sich verbessert. Da können wir einmal nochmal nach oben gehen. Hier 3 Sterne bei 2 von 3 der neuen Helden. Ihn werden wir noch nachziehen. Und natürlich haben sie auch unsere Werte dementsprechend unserer Medaillen- und Ausrüstungsanpassungen verändert, ja. Nicht zu vergessen, die über, ja, 200.000, 300.000, glaube ich, sind es am Ende geworden, Truppen, die wir gebaut haben, ja. Und hier ist der Infanterieblock der Werte, ja. Und da haben wir uns durchschnittlich um so 60% verbessert, ja. Wir waren hier unter 500, wir waren hier knapp an den 300. Konnten das entsprechend verbessern, ja. Ähnlich ist es auch hier beim Jägerblock. Auch da konnten wir uns durchschnittlich sogar um 100% verbessern. Jetzt mal auf die ersten beiden bezogen. Der zweite Block hier ist nicht so sehr gestiegen. Aber auch da haben wir eine entsprechende Verbesserung zu verzeichnen, ja. Auch die Fahrer haben sich dementsprechend verbessert, noch nicht im selben Ausmaß wie Infanterie und Jäger, aber da wird sich hier oben sicherlich auch noch die 6 vorne dran mauscheln, wenn wir den Kollegen Tweak hochgelevelt haben, ne? Sei es jetzt vom Rang her, ne? Im Moment fehlen ihm ja noch 2 Sternchen. Ja, das war mein Neujahrsputz. Jetzt bleibt es quasi nur noch, dass wir das Ganze auch noch in Action sehen, nutzen, ausprobieren. Deswegen unbedingt die Glocke aktivieren, ihr Lieben. Kommentar da lassen, freue ich mich natürlich auch und dann sehen wir uns, wenn wir das Ganze live ausprobieren. Ne? Tschüsschen!